Alter Schwede. Wa nein! Nein! Hallo! Er braucht 5 Jahre! Danke, dass ich mich viel bewegen konnte in dem Nullwinkel. Den 8. Platz ist sehr wohl recht verdient wegen Betrugs. Und wir kommen wieder zurück zu Mario Kart 64. Kleine Info kurz davor, bevor ich was sage. Banjo-Kazooie LP wird, wie jetzt denkt ihr euch, verkauft? Natürlich nein, aber es ist ein Crash passiert und der Save State ist nicht geladen worden. Und deshalb wird es wahrscheinlich bis morgen dauern, bis wieder ein paar dazu kommt. Also spielen wir wieder Mario Kart 64 Deluxe. Wir spielen heute. Mit wem spielen wir heute? Wir spielen heute mal mit. Mit dem Horror Kid. Und zwar. Den Star Cup. Das wird lustig. Also probieren wir unser Bestes. Und Banjo will mir direkt auf den Sack gehen. Das finde ich ziemlich lustig. Yippie! Lustig, ne? Findest du witzig, ne? Dann werde ich dir gleich zeigen, was witzig ist. Genau das! Och, was willst denn du, du kleiner Sohn? So, Mario, willst du Probleme haben? Gut, dann überhole mich gerne. Du wirst Probleme bekommen. Wie kein anderer. Au. Damit. Was willst du, Donkey Kong? Was willst du, Banjo, hä? Was willst du? Ich will dir nichts. Also tu mir auch nichts. Egal, ich werde. Hauptsache, ich werde überholt, obwohl ich ganz normal gerade Strecke fahre. Ist das nicht fair? Ich finde schon, dass das fair ist. Also. Mach eine Abstimmung, das ist fair. Das kommt schon. Das ist fair, wenn man gar nichts dagegen tun kann. Super fair. Lustig auch noch. Das war Glück. War das Glück? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, nach diesem Kurven, die ich fahre, kriege ich Fingertitis. Mhm. Außerdem Update zu Donkey Kong 64. Ich habe in letzter Zeit nicht viel gespielt und dafür kann ich auch einen Haufen. Ich kann nicht viel dafür, dass ich... Alter, der... Was? Zum Teufel! Der hat mir die Banane vor die Fresse geknallt. Also direkt auf die Fresse. Aimkiller. Aimbot. Eindeutig. Also das nenne ich überhaupt nicht cheaten. Hilfe! Lustig, ne? Hilfe! Hippie! Nix Hippie, sondern Hippie. Alter, schon wieder so eine faire Stelle.
Der, meine Panzer ist. Wieso gehen die überhaupt nicht kaputt, die Panzer? Die sind komplett broken. Aber komplett übertrieben. Was willst du? Ja, klar, wenn da 50.000 Bananen rumliegen, kann ich perfekt was dagegen machen. Was willst du, Banjo? Oh, ist seine eigene Banane reingefahren. Perfekt. So will ich das. Fahr, 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 fahr! Okay. Das war's mit Mario. Bleib stehen, du Hurensohn. Ja, lol. Bitte überhole mich nicht. Alter. Wir sind mir alle dicht auf den Fersen. Es war close. Wow. Das war knapp. Okay, auf ins Sorbetland. Und hoffen wir, dass wir nicht gegen 5 Milliarden Schneemänner, gegen 5 Milliarden nette Pinguine fahren. Okay. Was? Kleiner Spasti. Der schreit da rum in den Höhlen. Die Pinguine wollen doch schlafen. Okay, nein, die sind gerade dran, bei Wii Sports und bei Ring Fit Adventure was zu schaffen, aber komm schon. Die wollen auch ihre Ruhe. Glaub mir. Jeder will Ruhe haben. Auch bei Mario Kart zocken. Die habe ich aber nie, weil ich mich dauernd aufrege. Alter, diese Bananen. Wir hatten die gelegt. Super Gerio. Habe ich super was dagegen tun können, Also, ich finde das fair, Leute. Findet ihr das auch fair? Garantie, dass das fair ist. Niemals unfair. Mario hat Sonic Speed erreicht. Und ist natürlich schneller als ich wieder mal. Und ich kriege nur Pilze, okay? Die helfen auch was tatsächlich, aber. Okay, ich habe wenigstens ihn. Ich bin etwas vor ihm. Jetzt will Samus was mit mir zu tun haben. Was zum Teufel? Nix, Yippie. Das sag, wenn ich. Alter Schwede! Was? Nein! Braucht 5 Jahre! Betrug, 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 guck. Okay, auf das Thumbnail kommt direkt schon wieder mal ein Schriftzug mit viel Betrug. Das kommt vielleicht auch sogar in die Part-Beschreibung. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich habe eigentlich mich mit meinen eigenen Waffen zerschellt. Da lagen 5 Milliarden Bananen vor mir. Wieso hat das jetzt nicht Sonic getroffen? Und die ganze Zeit war diese Scheißmauer hinter mir. Die ganze Zeit. Und das Eis lässt einen auf 5 Jahre stehen, damit man sich ja nicht, damit man vom ersten Platz ja auf den letzten kommt. Das wurde mit absichtlich so kacke programmiert. Weil man, ja, die Leute ragen sehen oder auf den YouTube-Channels. Weil Sonic ja natürlich eines der Spitzenreiter ist, Kappa.
Warum ist Sonic so weit vorn? Das muss korrigiert werden. Das war kacke. Aber nicht schlecht. Nichts passiert. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ich bin nur einmal gegen einen dagegen gefahren. Da kann ich ja perfekt was dafür. Natürlich. Super fair. Okay, alle sind irgendwie gestuckt. Also... Gut, dann... Trotzdem Betrug. Was war das denn für eine Combo? Das war die 50.000er Combo. Habe ich ja was dagegen tun können, ne? Ist ja immer so, dass man in Mario Kart und Mario Party, wenn jemand angegriffen wird, natürlich was dagegen tun kann. Verständlich. Mann, diese scheiß Pinguine! Und jetzt hat er einen Vorsprung und gewinnt. Gab es etwa eine Nachattacke oder was? War, dass ich den, dass diese Drehanimation bekommen habe, nachdem ich den berührt habe? Dann war das ein Bug? Lol. Ja, Leute, Betrug ist am Start. Hey, jetzt tut es schon wieder sich drehen. Normalerweise muss man ungefähr 3-2 Mal solche Pinguine berühren und dann dreht man sich erst. Aber ich bin jedes Mal fast gedreht. Ich bin durchgedreht. Ja, genau das tue ich auch die ganze Zeit, mein Leben lang, in diesem Let's Play. Weil es ja nämlich super fair ist, dieses Spiel. Ich liebe es. Weil es so fair ist. Mein erster Superstart in diesem LP. Yay. Nein. Was wollt ihr? Ich will doch nur mal einen Pokal haben. Was? Warum? Warum hat... Hä? Unsichtbare Banane? Wie unfair ist das denn? Warum hat er eine unsichtbare Banane? Und warum ist er schneller als ich, obwohl ich im Top-Speed gerade bin? Was ergibt das für einen Sinn? Ist dieses Spiel kaputt? Fair halt. Ziemlich fair. Und alle sind so weit vorn. Ich habe einen Windschatten bekommen und habe nicht einmal einen Millimeter weit. Bin nicht einen Millimeter weiter nach vorne gekommen. Alter, das war close. Und das war Fail. Ich kann jetzt schon bestätigen, dass das kein Win wird. Siebter. Verloren, würde ich sagen. Fick dich, Link. Okay, Stachy. Okay, Stachy. Die Chancen sind nicht null. Die Chancen sind nicht null. Mario wird definitiv getroffen. Oder? Auf der Karte habe ich nicht gesehen, dass getroffen wurde. What the fuck? Warum habe ich den Pilzboost gerade nicht bekommen? Hä? Was war das denn jetzt? Hä? Der hat schon längst ein... Der Stern von dem hat schon längst aufgehört. Hä? Ich liebe dieses faire Spiel für die Nintendo Unfair 60. Ich liebe dieses Spiel. Ist super fair. Ist super fair. Es gibt unsichtbare Bananen. Dann random ausrutschen auf nichts. Spieler, die einen dauernd überholen. Ich liebe dieses Spiel. Gibt's nichts zu beschweren. Gar nichts. Nee. Was soll es denn geben? Was soll es geben? Zählt mir Beispiel auf. Ich bin da gespannt auf die Ergebnisse.
Ja. Sehr fair, dieses Spiel, oder? Hey, kennst du schon dieses neue Spiel für die Nintendo 64? Mario Kart 64. Es ist das fairste und lustigste Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Es ist so fair, dass du kaum glauben kannst, dass es so fair sein kann. Es ist fairer als Mario Party. Oh mein Gott, und es ist fairer als Bubsy. Oh mein Gott, das Spiel muss ich mir gleich kaufen. Oh mein Gott, es ist so Betrug, dass es gleich wieder Spaß macht. 39 Meter Score. Danke, dass ich mich viel bewegen konnte in dem Null Winkel. Ja, danke. Danke. Nehme ich ja gerne an, diesen Betrug. Wenigstens hat auch Banjo gerade den Betrug erlebt. Merkt er mal, denkt sich so, oh, das ist so ein Scheißdreck hier hinten. Was soll denn das? Und ich mache nicht mal was falsch. Es passieren nur dauernd Dinge, die nervig sind und eigentlich sogar auch Dinge, die gar nicht passieren sollten. Ich meine, was war das gerade mit dem... Ja, Wurst. Natürlich bist du wieder mal schneller. Lustig. Finde ich sehr fair. Okay, ich bin Vierter. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich überhaupt so eine hohe Platzierung habe. Und dagegen kann ich natürlich auch viel machen, weil da gleich drei sind. Super faire Angelegenheiten hier. Und das war natürlich auch sehr fair. Den achten Platz ist sehr wohl recht verdient wegen Betrugs. Und ich krieg drei rote Panzer. Also, ich bereue es, dass ich statt Banjo-Kazooie Mario Kart 64 gespielt habe. Oh mein Gott, es ist so fair. Nicht einmal ein Stern kann alles wettmachen. Wollt ihr mir ernsthaft sagen, obwohl ich einen Stern gehabt habe und diesen Turm getroffen habe, dass ich anhalten musste? Das ist die schlechteste Runde, die ich je gef... Okay, dafür bin ich jetzt selber schuld. Jetzt habe ich nicht gelenkt. Aber für den Rest kann ich einen Scheiß dafür. Oh mein Gott. Das ist mit Abstand die schlechteste Mario Kart-Runde, die ich je in meinem gesamten Leben gefahren habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe gleich drei Game Overs in diesem fucking Part drin. Oder zwei. Wie viel war das? Keine Ahnung. Es ist nicht deshalb, weil ich schlecht bin, sondern weil ich einfach nur Pech habe. Ich habe die ganze Zeit nur Pech. Was soll die Scheiße? So, aus dem Weg. So, Zeit wieder ein super faires, lustiges Spiel. Nennt sie... Ich sage nichts mehr dazu. Können wir diesen Part beenden?
Ich werde einen Cheatcode nutzen. Ich muss nicht mehr viel sagen. Ich hab's jetzt geschafft. Mit Mario nochmal alles nochmal durchgemacht. Viel Betrug erlitten, weiterhin. Ah, es ist egal. Ich hab's geschafft. Ich glaube, das war der größte Betrug, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Es verblüfft mich, wie betrügerisch dieses Spiel sein kann. Aber wir haben es geschafft. Also jetzt habe ich es zumindest geschafft. Wie kommt man auf die Idee, so viel Fails zu haben in einem Video? Ja. Ja, das war's vom Part. Bis zum nächsten Part. Ciao wieder!